Wunderbar. She seems nice. Sorry, I stole your car, guys. Ach, das sind die, wo wir das Auto geklaut haben. Nett. Shit. Guess I fucked up her day pretty bad. Erledigen. 8. Mai, 8:45 Uhr. Kinder absetzen. 10 Uhr. Nachuntersuchung im Krankenhaus. Mittag bis 13:30 Uhr. Mittag mit meinem Göttergatten. 14 Uhr. Miss Scotts Röntgen und Bluttest. 15:30 Uhr. Kinder abholen. 17 Uhr. Nachtschicht. Ja, gut. Ne? Hat ja super geklappt. Okay. Haven Point is straight ahead. Just a few more hours drive. Careful. Also genau, ich stoche dir im Auge rum. I should have listened to Joey. This is a mess. I don't even know how long I should keep on using this for. Still with me, Sean? Yeah, just zoning out. Just don't do that when you're driving, my son. So, what's the verdict on the new car? I know it's not a new board, but it's got Ford Hot Wheels. Thanks for finishing it, Dad. A perfect reward for your excellent report card. I'm proud, Sean. You don't even bullshit me when you need cash. And I'll try to be cool. No dad jokes, huh? I hope you're not too bummed out to go on a big road trip with your lovely papito, huh? Oh, please. You're the coolest dad. How could I be bummed? Excuse me. Where's my regular, emotionless son? I appreciate it. Think we can hang out for 5 days without killing each other? Hell yeah. Haven't done that since I was a kid. Miss it. So do I. Been too long since we went padre y hijo against the road. Way too long. I love road trips. Good to hear. By the way, boy talk. What's going on with that gin, huh? You know, going okay, I guess. That was like pulling teeth. Well,
I've got a week to find out the truth. It's, over, Dad. Too much shit going on. Didn't work out. She seemed like a nice girl. But I'm not worried about my handsome, shiny boy, huh? could that be Daniel? Hola. Hello. Everything okay, Lila? Oh, Daniel better not be giving you any sass. Nah. He's an angel. We went to the swing pool, and now we're making popcorn for movie night. Yes! It's so cool. Hey, Sean, don't crash the car. He's driving real slow and safe, like a grandma. Thanks for checking in. We'll buzz you when we hit the motel. Lila, you ready? Sounds good. And Sean, Jen told me to say hi. Girl cannot wait to see you again. Doesn't sound like it's over for everyone here. Jeez. I don't know. Seriously, though, how are you really doing? It's stupid, but I miss you. I miss you too, my son. This is all part of growing up. I know. I don't like it. I have total faith in you, Sean. You're a Diaz. You were born to roam and find your way home. God, I love you, Dad. Wish I would have told you more. You didn't have to tell me. You showed me. Oh, by the way. Ich hab mein Handy umvergessen. Wake up! Huh? What? Yeah, what the fuck are you doing on our property? Bursche, wenn du ins Bett gehst, schreib lieber im Chat. Ich hab mein Handy, glaube ich, oben vergessen. Irgendwo. Fucking kid. Get out. You deaf? I said out. We don't need cops to deal with assholes like you anyway. Listen, I don't want any trouble. Too late for that, boy. So tell us what the fuck you're doing on our land. I just got lost, man. I wasn't sure where I was, so I pulled over. I swear, I had no idea this was your property. There's a fucking sign. Didn't you see it? I was too exhausted. I guess I missed it. He's just a kid and he's hurt. Look. Yeah? What happened to your eye? I got into an accident. Oh, yeah? Uh-huh. Move it. Please, I just want to go. Oh, what's this? Drugs? Yeah, for my eye. Oh, yeah. Did you steal them? Like this car? Listen, it's not what you think. Oh, I think it is. You ain't the first beaner we caught. Take his backpack. Dude, come on. Get it. Let's see what he's holding. So? Es läuft schon wieder richtig gut. Good. Any money? Fucking toys, man. You still play with toys? Seriously? It belongs to my brother. Leave it alone. Okay, sollen wir es zurücknehmen oder sollen wir nichts tun? Das meint ihr. Ich glaube, man kann es eh nicht mehr großartig verbocken. Hm.
zurücknehmen? Nichts. Jetzt das Gefühl, wenn wir zurücknehmen machen, kriegen wir einen auf den Deckel. Na komm, wir versuchen's. Whoa, you did not. That's it, boy. Get up. Up. Okay, Chad. We fucked with him. Let him go. He's got nothing. Hey. Hold on a sec, Mike. You speak Spanish, Pedro? Huh? What? What? Hablas español. Chad. So, Professor, how do you say I'm a dirty thief? Oh, you don't want to share your language? Okay. Maybe you know this one. I'm a dirty thief with one eye. Soy un ladrón y chinga tu madre. Wait, madre? What did you really say, asshole? Huh? All I want to do is learn Espanol. Might be our official language someday, right? Si, senor? So, one more lesson. How do you say, this is not my country? Look, Chad, it's gonna rain. Let's go Lüsch before we get soaked. Normal. Hold on. This little thief is fucking with me. You're really pissing me off, you know that? But I'm willing to give you one last chance to make things right. Sing something. What? Just pass the audition and you're free. We'll be very upset if you refuse. Oh yeah. Okay, sollen wir singen oder nicht singen? Was meint er? Singen oder nicht singen? Das ist hier die Frage. Huch. Da habe ich die Maus bewegt. Puh. Diese kleinen, ekelhaften Arschkriecher. Okay, wo ist das? Ob das so lustig wäre in dem Moment. Tita, donde estás? Me pregunto qué serás en el cielo y en el mar. Jeez, let the boy finish his song. Go on. Go on. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. Cuando el sol se ha ido ya. Cuando nada brilla más. Tú nos muestras tu brillar. Brillas, brillas, sin parar. Der eine pisst sich halt ein vor Lachen. Chita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Well, damn! I think you just won Mexican Idol. Now pick up all your shit and get the fuck out. Don't ever come back. Understand? Ich glaube, er muss tanken.
So the Wolf brothers were split apart. The oldest wolf was badly hurt, but nothing could stop the wolf from following his brother's tracks. Okay, ich war in Autos liegen geblieben. Das ist so die Vermutung, die ich habe. Okay. Still a few hours away from Haven Point. Almost there. Wie bei Schmutz, die Autotür so stark zu knallen, dass der Tank wieder voll ist. Das Auto von alleine wieder losfährt. Shit, I need a break. Ich glaube, so wird das nicht funktionieren. Weiß zwar nicht, wie ich zu dieser Annahme komme, aber ich glaube, so funktioniert nicht. Hat das bei dir schon mal geklappt, Hybrid? Frage aus Interesse. Frage für einen Freund. Stop. Can't run for miles in this heat. Ich will mal kurz nachgucken. Schon Virus, dann ist sie nie wieder tanken. Eben, eben. So, ich will gerade mal gucken, ob ich das dritte noch kriege. Also dieses Sammelobjekt. Ja. Alles gut, Hybrid. Okay, ich weiß zwar nicht, wie ich das kriegen soll. Aber egal. Wo soll einem Wolf Ausschau halten? Don't worry about your feet. Just pace yourself. Wonach? Ding mit einer Skizze sein. Yes. Shade. Oh, man. My feet are killing me. Feels like hiking in hell. Oh. Okay, da hinten ist ein Wolf. Shit. My throat feels like sand. Da will ich dann auch gleich mal hin. Oh.
Da ist Wolfie. Daniel better be okay. Feels like I haven't seen him in years. I hope we can work out everything that's happened. Yeah, you couldn't wait to get out on your own. Now you are. And it sucks. Daniel might dig this. So, damit habe ich auch das für Episode, das ist für Nummer 3. Der Nummer 6. Nummer 6. Okay. Na, ob ich mich da ganz am Ende noch dran erinnere. No way I'm gonna die out here. Just keep on walking. No. Shit. This place is freaking me out. Nee, das ist die Natur. Also. Das habe ich aber zu sehen. Das ist geschossen. Jeez. Never been so far south. Everything's so harsh out here. Shit, there's a truck coming. Whoa. Is he honking at me? He's stopping. Okay, be cool. Just see what he wants. Mann, Sean, beeil dich doch. Truckers can't be cops. Right? Hey, need a lift? It's too damn hot to be walking. Na komm. Wollen wir einsteigen? Ja, wir wollen einsteigen, oder? Komm, wir steigen ein. Ja. Thanks. Hold up. Sugar crisps. Jeez, what the hell happened to you? I ran into a couple of assholes who beat me up for no reason. I see. Happens a lot around here. Yeah, what's up? GPS tells me you parked in the middle of nowhere. Just wanted to know what happened. I had to make a shit stop. Over.
It's too much information, but 10-4. You mean number two. You owe me a beer for that. Over and out. Don't freak out. I wouldn't have picked you up if I cared about that hitchhiking law. Okay. Cool. So, you hungry or what? You look hungry. I am. Thank you. As you heard, my name's Anton. It is good, huh? My wife packs the best sandwiches. Messy. Best sandwich ever. Seriously, thanks, sir. Anton. Anton. Right. What's your destination? Haven Point. You've heard of it? Oh, yeah. Straight ahead, about an hour. Take a nap if you want. You don't have to stay awake to be nice. Hey, don't worry, kid. I'm not a fucking weirdo. Just a boring trucker. Last stop, Haven Point. Thank you so much. You just be careful out here. These people are kind of weird. Really? Okay. 10-4, good buddy. Wir sind angekommen. Wunderbar. Kann nur besser werden. For sure. Claire wouldn't approve gambling. Wow. Forgot about Easter. I completely lost track of time. Ja gut, wenn man nur auf Reise ist, da kann man das Zeit natürlich auch noch verlieren. Caring Christians, like our grandparents. Das klingt doch gar nicht gut. You okay now? Is it gone? I think. Good. Scoot back inside now. Okay, Dad. Hello there. Is everything all right? Yeah. Una, danke für die Punkte. You here for the service? Not really. Looking for someone. Don't be shy. Everybody's welcome here. No matter who you are or where you're from. In his eyes,
We are all equal. Plus, we have a pretty nice spread after the service. Stay as long as you want. Okay, thanks. Don't thank me. I'm just a vessel for our reverend. Thank her. Looks like you're here to see our new miracle, right? What miracle? You haven't heard of him? Then I won't spoil it for you. He'll be here any minute now. Just come inside and see for yourself. Praise the Lord. Bam! That poor little girl. Nah. Her cough sounds real bad. Her father was nice. Baby Harold. Danke, Ryan. Wenn mich nicht hörst. Won't judge me here. Oh. Echt? Luna! 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 Kuckuck! Hallo! Das ist okay. Fred mit seinen 30 persönlichen... Where are you, Danny? Du streamst doch! Mach den Ton aus! Stream weiter! Dali, ich will die Katze rennen sehen! Hübenbäcker! Ja, ich wollte schon sagen, warum rennt die Katze da nicht weiter? Ich sehe das, Ryan. Ich sehe das alles. My eye is itchy. Habe eben auch die Katze reingespielt. Ja. Wir sind alle im Straver. Oh Gott, okay. Ich glaube, die Hitze bekommt ihm nicht. Habt ihr die Papiertüte gefunden? Ja, die Papiertüte! Die ist so geil! Ich bin der Ulrich. Oh mein Gott! Der Ulrich. Der Ulrich? Ja. Ach Gott. Der Ulrich. Hallo Ulrich. Hallo. Der Ulrich geht jetzt schlafen. Echt? Geht der Ulrich jetzt schlafen? Ja. Ich muss gleich mal mein Handy suchen, ich weiß nicht, wo das liegt. Ich bei der nächsten Pipi-Pause. Was ist was? Weiß ich nicht. Das schreibe ich öfters mit meinem Verlobten. Nein. Doch. Ja, eigentlich ganz regelmäßig. Wenn er nicht gerade mal arbeitet oder Auto fährt. Ja, der Ulrich ist auch immer. Echt? Nicht viel Auto, trinkt was. Ich wollte gerade fragen. Und wann war der Ulrich das letzte Mal beim Zahnarzt? Bei dem Überbiss? Ach, nee. Ah, ja, gut, das erklärt's. Mein Schatz, oh Gott, das sieht echt furchtbar aus. Nicht Schatz, Ulrich. Schatz. Okay, ich bin ja wieder frisch. Geht doch. The church is probably the best place to look for him. So, gute Nacht, ihr Süßen. Gute Nacht, Freden. Friedon geht ins Bettchen. Friedon? Ja. So, das ist auch ein bisschen zu viel zu bekommen. Oder ist sie immer so? Naja, nee, nicht für vier. Doch, eigentlich ist sie immer so. Nein. Nee, eigentlich Hitze habe ich gar nicht so viel abbekommen. Ich habe ja eine Klima. Ja. Im Büro. Ja, und im Auto. Und im Autowagen. Aber im Autowagen habe ich die auf 26 Grad eingestellt. Sonst hätte ich ja einen Donnerschlag gekriegt. Das ist in dem Vergleich zu dem, was draußen ist, kalt. Eiskalt sind die 26. Eiskalte 26. Ich habe trotzdem geschwitzt. Aber ich habe ja Sitzbelüftung. Guten Nacht! Ja, ich bin immer wieder geschockt. Gut, wenn ich mit dir Auto fahre, Donnerstag bis Sonntag, außer Freitag, da ist es dann nicht mehr warm. Da brauche ich dann eher eine Heizung statt eine Klimaanlage. Ein bisschen. Ein bisschen? Nee, das macht den Sitz wärmer. Wenn ich pupse, dann geht aber das ganze Auto nach vorne. Das ist wie so ein Raketenantrieb. Naja, solange du kein Loch in meinen Stuhl brennst, ist ja alles gut. Das ist dann ja dein Problem. Aber eigentlich pupse ich ja sowieso nur Regenbögen und Einhörner.
und Glitzer. Ja, das stimmt. Ich will mir jetzt genug wünschen in meinem Seat. Ja. Kannst du ja eins einbauen. Ja, mein Bruder hat das in seinem Ford. Klimatisierte Sitze. Ja, vor Ford und kam nie wieder. Vor Ford und kam nie wieder. Where are you, Daniel? Ich hatte, kann sich auch keiner leisten, der hat. In LKW, ja. Wobei, das Auto möchte auch keinen haben. Vielleicht die kleinen Bonussachen, aber das Auto möchte auch keinen haben. Der ist schon ein bisschen groß, ne? Der ist zu groß. Der kommt in unsere Reinfahrt reingepasst. Der hat wohl mit mir geschimpft. Wieso? Dass ich sein Auto auf den Parkplatz gestellt habe, anstatt an eine Ladesäule. Und jetzt hat die Sonne da reingeschienen und jetzt konnte er das Lenkrad nicht anfassen, weil es so heiß war. Oh, eine Runde Mitleid. Dann soll er eine Kühlung in sein Lenkrad einbauen, dann kann er es vielleicht anfassen. Ja, sein Lenkrad hat nur Heizung. Ja. Keine Kühlung. Siehste? Scheiß Auto. Ja. Was will man mit einem Auto, wo das Lenkrad nicht gekühlt ist? Ey, bei BMW, da ist ja sogar der Blinker Sonderausstattung, wenn ich das sehe, auf der Autobahn. Den können sich viele auch nicht leisten. Noch nicht mal den Blinker. Nee, den Blinker kann sich fast keiner leisten. Oder das Wasser ist so teuer, das Blinkwasser. Das Blinkwasser. Krampan in der Ramschkiste. Hybrid, such! Such, Hybrid, such! Sei ein braver Wolf! Ja, hier noch eine Tonmöglichkeit. Ah, oh, schön. Warum hast du eigentlich nur einen Knopf zu? Damit jeder meine Brust sieht. Welche Brust? Ich sehe nur Haare. Hinter den Haaren. Wenn ich aus dem Wasser komme, aus dem Kuhfleck, ich habe einen Neoprenanzug, dabei bin ich nackig. Ja, ich habe den ganzen Haaren. Okay, der gute Mann muss, glaube ich, ins Bett. Ich glaube auch. Mein Engel. Ja, die Katze bewegt sich nicht. Ryan, Katze, jetzt, Bewegung. Hopp, 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 hopp. Ja, ja, so ist ja, fein. Das ist schon besser. Ich sehe das alles. Ah, durch das Loch durch. Oh, ich sehe das Kätzchen. Durch die Ritze. Ich frage mich zwar, wie sie uns hören kann, aber egal. Alles gut. Ja. Den gehe ich jetzt mal. Mein armer Stuhl, er wurde geschlagen. Was? Mein Stuhl wurde misshandelt. Was? Er wurde geschlagen. Von wem? Wo ist der? Von dir. Achso, ja, das ist okay. Ja. So, gute Nacht. Gute Nacht. Du küsst mich. Gute Nacht, Luna, natürlich. Ja, er durfte mich die letzten Tage nicht küssen. Gute Nacht, Luna. Gute Nacht, alle anderen. Nacht. Alle anderen. Okay. Gute Nacht, Bäume. Gute Nacht, Sonne. Gute Nacht, Welt. Na, gute Nacht, Schatz. Gute Nacht, mein Engel. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich komme auch gleich nochmal ganz kurz. Okay. Lass den Gürtel an. Ach so. Nachti! No, Ryan war in der Kiste. Ryan in the box. Könntest du deine Brust in Ruhe lassen? Jetzt spielt er einfach mal mit seiner Brust. Ich hab doch nur die eine. Und was ist mit der anderen da? Ich hab eine zweite Brust. Wusstest du da? Ich kann nicht ganz so gut mitspielen. Wusstest du, dass Männer auch Milch geben können? Ja, aber die kommt nicht aus der Brust. So, in dem Sinne. Na. Doch, die kann auch aus der Brust kommen. Die kann nur kein Baby ernähren. Okay. Where are you, Daniel? Tera! Kurzes Off-Topic-Update. Das nächste Book-Event, was jetzt kommt, hat den Tsugiyomi-Wolf. Ich weiß! Ich weiß, Tera! Ich weiß! Ist das nicht geil? Ich hab's tatsächlich schon gesehen und ich hab mir die Sachen, die es bei dem Event gibt, erstmal schon mal alles abfotografiert. Ich weiß, es ist eigentlich unnötig, aber egal. Ich habe es mir trotzdem alles abfotografiert.
voll geil. Ich brauche nicht mehr Farben. Ich kann mir den letzten Wolf übers Event tun. Ja. Entschuldigung. Dera, wie geht's dir? Schön. Ich glaube, es gab sogar noch ein oder zwei Bouts, die ich auch noch nicht habe. Geht's? Oh no, warum denn? Der weiß schon. Warum denn nur geht? Auch Hitze oder was anderes? Bei den meisten ist es Hitze heute. Ich will auf dem Spielplatz. Ich will da rein. Alles klar. Oh, wer will mit mir spielen? Kann da mal bitte. Warum darf ich da nicht drauf? Oh, egal. Must be more kids here. Huh. Ja, Gert Square meinte, dass er da jetzt am Wohl den Wolf haben muss. Wird vom Verkauf gespart. Oh. Ja. Ja. Wenn man wieder in DVD unterwegs ist, der Update hat es wieder interessant gemacht. Alles klar, Dira. Mach das. Viel, viel Spaß dabei. Und trotzdem danke nochmal für die Info. Das hätte ich spätestens beim nächsten FF gemacht. Ich weiß gar nicht. Schaffe ich FF heute überhaupt? Doch wahrscheinlich nicht, ne? Ne, ist halt schon 21 Uhr. Das Spiel nimmt einfach so viel Zeit in Anspruch. Furchtbar. Furchtbar. Ja, da geht ganz die noch nicht rein. Aber ich freue mich tatsächlich, dass ich den Wolf dann kriege, ne? So lange kann ich dann auch noch warten, brauche ich nicht farmen. Da kann ich mich an die Drachen machen. Ja. Hat ja nur ein Jahr gedauert. Ja, muss ich nur noch eine Gruppe finden, mit der ich Drachen farmen kann. Diese kleine Drachis. Oh, shit, I'm starving. Am besten wäre es in dem Fall eine feste Gruppe. Wonder how many people come and go through this place. Denn ich brauch Drachis. Drachis, Drachis, Drachis. Ich brauch Drachis. Drachis, Drachis, Drachis. Alter, könntest du aufhören, immer mal wieder zu stoppen? Ich drücke die für gewöhnlich ist es ja 2. Ich glaube, es ist ja T diesmal. Aber er hält immer wieder an. I hate it. Und er rät so lange. Ja. Oh Gott. Leute, wenn ich renne, ist das sogar schneller. Niemand auf dieser großen, weiten Welt rennt so. Es ist kein Rennen. Was anderes. Maybe I can ask a bit more about this place. Ich muss auf jeden Fall, wobei rein theoretisch müsste ich gleich noch in Feine rein. Except going to church. Allein wegen dem Weltentransfer. Also den Stammweltentransfer. Transfer. Und deswegen musste ich gleich einmal rein. Did Jacob really live here all his life? Mal gucken. Weird. Ich gucke, wie warm oder kalt es dann gleich im Zimmer ist. Demnach entscheide ich es. Und wie lange wir für den Quatsch noch brauchen. Hälfte haben wir von der Episode, glaube ich. The church is probably the best place to look for him. Hälfte haben wir geschafft. Muss aber noch auf die andere Seite, ich muss auf den Parkplatz. Glaube ich. Oder lass ich dann so ausfallen. Ist ja nur noch eine Errungenschaft, die mir fehlt, also eigentlich. Also, aus dem Kapitel fehlt. Nice. Oh, feel that cold air. Oh, thank God for AC. Claire had pretty much the same ones.
cute. Can you feel it? So I'm not the only one. Hey, it's for charity. Me. Wie viel Geld habe ich? 17, 19. Na komm. Okay, fine. Make me feel guilty. Gehen wir erstmal da rein.